Wo bleibt denn Froh? Es ist schon 8 Uhr und der Unterricht beginnt. Entschuldigung, liebe Frau Weiß, guten Morgen. Ich komme zu spät, denn mein Bus hatte Verspätung. Okay, lieber Froh. Ich hatte heute früh eine gute Idee für unsere Deutschstunde. Oh, eine gute Idee? Was wollen wir heute machen? Ich möchte heute ein Interview mit dir machen. Ein Interview? Mit mir? Ja, heute möchte ich dir Fragen zum Deutschunterricht stellen. Ich möchte wissen, was dir gefällt und was nicht. Oh, ich darf Ihnen auch sagen, was mir nicht gefällt? Natürlich, lieber Froh. Das finde ich gut. Schau, hier sehen wir am Ende der Stunde, was gut ist. Und wir sehen auch, was ich vielleicht anders machen kann. Okay, wollen wir anfangen, liebe Frau Weiß? Zu dir komme ich gleich, lieber Froh. Aber erst gibt es eine Übung für euch. Sehr gut. Lieber Froh, bist du bereit? Unser Interview geht jetzt los. Seit einem Jahr hast du schon Deutschunterricht. Stimmt, seit der 5. Klasse lerne ich Deutsch. Aber Deutsch ist nicht deine Muttersprache. Welche Sprache spricht man bei euch auf dem Planeten Wissen? Oh, bei uns sprechen wir Ixo. Es gibt nur diese eine Sprache bei uns. Alle in meiner Heimat sprechen die gleiche Muttersprache. Und jetzt lernst du hier bei uns eine Fremdsprache. Deutsch. Und seit der 6. Klasse auch noch Französisch. Richtig. In der Schule in Deutschland lernt man meistens 2 Fremdsprachen. Ja. Wir müssen neue Wörter und Regeln lernen. Und wir müssen Texte übersetzen. Und das Übersetzen gefällt dir nicht? Nein, das gefällt mir nicht so gut. Denn das ist manchmal langweilig. Okay, dann kommt Texte übersetzen hier nach rechts. Das gefällt dir also nicht so gut. Und Hausaufgaben? Machst du gern Hausaufgaben? Ja, nach der Schule mache ich sehr gern meine Hausaufgaben. Liebe Kinder, hier kommt für euch die nächste Übung und wir sehen uns nach der Übung. Ihr seid super! Was machst du lieber? Lieder singen oder Wörter nachsprechen? Singen gefällt mir besser, denn ich liebe Musik. Ich spreche auch sehr gerne Wörter nach. Deutsch klingt schön. Ja, singen macht Spaß und beim Sprechen bist du immer aktiv. Dann nach links. Mir gefallen auch die lustigen deutschen Buchstaben mit den 2 Punkten. Ä, Ö und Ü. Das sind unsere deutschen Umlaute. Pass auf, ich sage jetzt einen Satz mit allen 3 Buchstaben. Ich erkläre der Schülerin und dem Schüler die neuen Wörter. Kannst du meinen Satz wiederholen, lieber Froh? Ja, ach, liebe Frau Weiß, Wörter und Sätze wiederhole ich sehr gern.
Ich erkläre der Schülerin und dem Schüler die neuen Wörter. Wörter und Sätze wiederholen magst du. Dann geht es nach links. Interessant. Was machen die anderen Kinder im Deutschunterricht gern? Ich lerne gern neue Wörter. Ich schreibe gerne Geschichten. Ich spreche gerne Dialoge mit meiner Mitschülerin. Ich singe gern Lieder. Ich ergänze gern Texte. Ich lese gerne Texte aus dem Comicbuch. Das mache ich auch sehr gerne. Lieber Flo, das alles machen wir in der Deutschstunde, im Deutschunterricht. Also kommt hier nach links, neue Wörter lernen, Geschichten schreiben, Dialoge sprechen, Texte ergänzen, Texte lesen. Ja. Prima. Liebe Kinder, hier kommt eine neue Übung für euch. Gut gemacht. Was machen wir noch im Unterricht? Was gefällt dir vielleicht nicht so gut? Beim Abschreiben von der Tafel bin ich manchmal sehr langsam. Und auch beim Herausschreiben von Wörtern aus dem Lehrbuch. Ja, das verstehe ich. Du schreibst den Text von der Tafel ab. Ihr schreibt die Wörter aus dem Lehrbuch heraus. In der Stunde müsst ihr sehr fleißig sein. Ja, und nach der Schule mache ich Hausaufgaben. Sehr gut, Fro. Denn wer keine Hausaufgaben macht, bekommt eine schlechte Note. Eine 6. Eine 6 möchte ich nie bekommen. Dann die nächste Frage aus unserem Interview, lieber Fro. Oft diktiere ich im Deutschunterricht Wörter und ihr schreibt die Wörter. Ja, das mag ich. Alles klar, Fro. Dann schreibe ich hier nach links. Wörter diktieren und Hausaufgaben machen. Okay. Und für euch kommt hier noch eine Übung. Ihr macht das wirklich gut. So, lieber Fro, wir zwei machen weiter mit unserem Interview. Okay. Was machst du vor der Deutschstunde? Oft spreche ich Deutsch mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Manchmal wiederhole ich die Wörter. Und was bringst du zum Deutschunterricht mit? Ich bringe mein Arbeitsheft mit den Hausaufgaben mit. Mein Lehrbuch natürlich. Und mein Mäppchen mit Stiften. Was machst du in der Deutschstunde? Am liebsten lese ich Comics. Das ist toll, lieber Fro. So lernst du viele neue Wörter. Comics lesen? Kommt also nach links. Liest du auch nach der Schule deutsche Bücher? Nach der Schule muss ich Sport machen, denn in der Schule sitze ich so viel. Aber oft lese ich auch deutsche Bücher vor dem Schlafen. Lesen ist super. Viel Lesen hilft dir beim Deutschlernen. Und für euch, liebe Kinder, kommt jetzt noch eine Übung.
Ihr wart sehr fleißig, liebe Kinder. Lieber Froh, und wir sind jetzt mit unserem Interview fertig. Das war cool. Schauen wir uns die Tabelle an. Ich freue mich, denn dir gefällt viel in meinem Deutschunterricht. Ja, und die anderen Sachen mache ich auch, denn ich möchte gut Deutsch lernen. Sehr schön, Froh. Und was möchtest du nach dem Unterricht machen? Nach dem Unterricht möchte ich Fußball spielen. Viel Spaß, lieber Froh. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.